Genau. Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Und, oh Gott, ja, es geht schon wieder los. Okay. Oh Gott. Ja, die Chaos Crew. Sag mal, bewegt sich mein Auto im Hintergrund? Ja, hat sich gerade bewegt. Hat sich gerade bewegt, oder? Ja, die Chaos Crew ist mal wieder unterwegs. Und wir werden heute mal diese Bunker-Mission spielen. Könnt ihr mal alle einsteigen, bitte? Gerade dabei. Sehr schön, sehr schön. Dann fahren wir jetzt alle mal gemeinsam in den Bunker, den wir ja in den letzten Aufnahmen geholt haben. Ach, ja. Und dann starten wir einfach mal so ein Misshöhnchen. Ich finde die Zwischenszene immer noch so geil. Der Bunker hochgeht? Ja. Ist aber schade, dass du nicht überspringen kannst. Naja, das sind minimale Szenen, wo man irgendwo... Gut, deshalb wird dort halt im Bunker laden, schätze ich mal. Ja, ich glaube auch. Plus Ladezeit. Plus Ladezeit. Über die gesamte Ladezeit, wie es so lang vorkommt. So, dann können wir uns jetzt endlich mal zu... Die mobile Kommandozentrale wurde in der Nähe geparkt. Das Ende ist eigentlich ganz... ja. Ach, jetzt zeigst du dir deine Kommandozentrale bei uns an. Ah, okay. Und den Wert von deinem Bunker. Ja, null. Cool, klar. Ist ja noch nichts gemacht und so, das wollen wir ja eigentlich heute jetzt auch irgendwie mal ein bisschen machen. Du musst dazu erstmal Waren holen, bevor du auch groß was machst. Richtig. Und deswegen gehe ich jetzt zu meinem Laptop. Laptop. Weißt du, du hast hier einen riesen Bunker. Das ist voll riesig, weißt du? Du hast hier alles. Der Bunker ist gigantisch. Büro. Und der Laptop ist einfach nur so. Einfach so ein Netbook. Kleinste vom Kleinsten. Da hat's Geld nicht mehr gereicht. Nicht mal ein eigenes Büro oder so. Nee. Blicke zum Betrieb. So. Hier sehen wir jetzt erstmal meinen Bunkerort. Wir sehen, dass ihr nichts seht. Ja, ihr seht, dass ihr nichts seht. Dann haben wir Erfolg, nichts. Verkaufte Waren in Balito Bay 0%. Verkaufte Waren in Los Santos 0%. Hergestellte Einheiten 0. Und abgeschlossene Forschungsprojekte 0 von 45. Ja, was ist denn? Nichts. Ich glaube euch das absolut nicht. Mir egal. Dann ich schaue deine Aufnahme an. Was hast du gemacht? Was? Bei mir ist der Bildschirm schwarz geworden und LED. Ja, ich habe eine Dinge gestartet. Agent 14 ruft uns an. Hier vorne steht mein Auto. Pick it up and bring it to the bunker and we can get the lab operational. Ach so, lol, das steht immer noch drauf. Die Frage ist, wenn du jetzt ein Dingens holst, hier dein Transportheli, kannst du damit das Fahrzeug nachher transportieren? Weiß ich nicht, könnten wir ausprobieren. Machen wir aber jetzt erstmal nicht. Alle mal Eissteiche. Ja, würde ich gerne. Ach, jetzt. Ja, Tommy hat sich natürlich das eine Panzerfahrzeug in BTA. Alter, was? Was geht ab? Ciao, Dani. Dani! Warte! Es sind fast 10 Kilometer, da fliege ich. Was macht ihr denn? Tommy. Ich fliege auch mit. Alter, wir können wenigstens noch zum Heli fahren. Ja, naja, dann fahre ich halt selber, ne? Ich fliege. Ich mach Beifahrer. Beiflug. Wie auch immer. Was für eine Chaos-Truppe, ey. Ohne Witz. Geh weg. Erster. Ach Mensch, Dani. Levin. Da. Tommy. Da. Alle da. Wir können das Auto dann auch immer noch dort holen. Ja, wir müssen das Auto ja dort holen. Achso, dein Auto. Ja. Alter, Dani, deswegen wollte ich fliegen. Oh, lololol. Alter, Kevin, ja? Wir sind nicht tot. Das war jetzt eine Kevin-Aktion. Das war Kevin. Hey, wir sind nicht tot. Der Heli gefallen. Das ist doch scheißegal. Er piept aber noch nicht. Noch nicht. Und hat noch keine Ausfälle. Wir werden es nicht in die Stadt schaffen. Natürlich. Muss nur ein bisschen an Höhe gewinnen. Mhm. Siehste, kein Problem. Mhm. Ich bring mich nicht noch einmal um. Oh ja. Ich hab gesagt, geh aus dem Weg. Ja, hätte ich mal gesagt, dass er drauf schießt, dann wäre ich noch weiter weggegangen. Das war doch klar, warum soll ich sonst sagen, geh aus dem Weg? Das sag ich nicht. Oh, der Rote wird langsamer. Ach was. Ach, bis dahin reicht's. Sag doch, wir werden es nicht zur Stadt schaffen. Aber bis zur Stadt schaffen wir schon. Nö, nicht wenn du auf dem Kurs bleibst, weil dann würden uns nämlich gleich die Luftraketen vom Himmel holen. Ist das am Weggelände? Aha. Ah, cool. Die Frage ist, ob wir so weit schaffen.
Ah ne, ist weiter drüben. Hast du aber Glück gehabt. Ah, oh, wenn's weitergeht, habe ich bald Level 131. Ah, Levin schafft mit Sicherheit jetzt auch die 99, die 100 bald. Alter, warum taumelt der die ganze Zeit so? Vorhin auch, weil er halber kaputt ist. Aber wo er heile war, taumelt der ohne Ende. Oh oh. Oh oh. Mir stürzt ernsthaft ab. Ich sag doch, wir schaffen es nicht in die Stadt. Ja, ich hatte ein, zwei Ausfälle, aber es geht. Also ich wäre echt dafür, dass wir das nächste Mal sagen, ich fliege. Eigentlich haben wir ja auch eine Reihenfolge, wer was macht. Ja, gut. Guck mal, da vorne ist schon die Stadt. Wir sind schon quasi in der Stadt. Boom, tot. Achso, wir müssen jetzt mit dem Fallschirm. Der geht wieder A, der geht wieder A. Zu okay, spät. Den krieg ich noch. Na egal, ciao. Alter, ernsthaft. Wir sollten uns nur irgendwo alle treffen. Oh, Willi ist beigestürzt. Also, ich bin in der Stadt, ich weiß nicht, wo treffen man uns? Welchem Auto? Weiß ich nicht. Kreuzung da unten. Da, wo der Dani schon ist. Ja, da unten auf der Kreuzung. Wieso haben wir eigentlich alle diesen schwulen Regenbogen, Fallschirm? Ich hab's nur auf den anderen eingestellt und immer wieder den bekommen. Ja, ist komisch. Aber es ist jetzt komisch, dass wir alle vier den gleichen fangen. Was war denn das für eine Landung? Bin fast verreckt, ja. Ich hab geschossen, anstatt die Leine zu ziehen. Ich meine, Levin, das Auto hat den Boden angerutscht. Nee, der Dingens hat doch, wohl doch der Panzerwagen. Fillmore. Hier steht's. Chaos-Truppe. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Achso, das ist ein Levin, ich dachte, da wäre irgendwie ein Zivilist drin. Ah, da hinten ist es. Wo ist denn der Levin jetzt? Der fährt vor. Ah. Wir rammen dann weg. Okay. Aber hey, ich hab's in die Stadt geschafft. Ziel erfüllt. Wow. Hey, hier sind bloß noch 1,5 Kilometer schon 10. Boah, das ist krass, wie schnell das Ding ist. Übel. Tommy? Tommy, ja super. Ja. Du fährst echt toll. Ja, Kevin. So, wir sind doch gar nicht hängen geblieben. Aber fast. Ja. Fast. Kevin, wie sieht's aus? Ist frei oder sind wir gekommen? Nee, das ist toll. Ich muss bloß den komischen LKW da hochbringen. Hast du schon jetzt? Fahr mal wieder zurück. Die Arschlöcher von Halt halten. Na, krieg mal hin. Wenn Gegner kommen. Da kommen welche, keine Sorge. Echt, kennst du dich da aus? Ich hab auch schon mal vor, wenn geholt, da war nix. Bin ja kein hier auf dem Server, wer soll da kommen? Ja, normalerweise sind es ja offene, also offene Spieler, die uns aufhalten sollten. Weil das Global Signal. No, Global Signal startet ja in 3, 2, 1. Jetzt! Jetzt kommen 50 Spieler auf den Server. Ich glaube, der Wahlfallsignal unten. Das ist aber neu, gell? Ja, ja. Hat man vorher nicht. Ja. Das sehe ich nämlich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Wir werden jetzt ach markiert. Ah, okay. Weil mir dazu gehören. Ja, geil. Wo redet man das Verblecken? Hä? Du überweist mir so lange mein Geld. Ja, ich hab 2000 wegen Anhalter guter Führung. Das bezweifle ich. Doch? Wer hat das weiter für dann gemacht? Raus! Ich kann's nicht ausschalten. Es ist aus, ich hab's ausgemacht. Aus. Ah, okay. Wahrscheinlich hast du selber Musik dazugefügt. Nein. Wie soll ich auf die Playstation Musik hinzufügen? USB-Stick? Ja, aber das wäre keine Nachricht. Levin ist schneller als wir. Na gut. Ist ja auch kein Wunder, ne? Wenn der Panzerwagen. Sollte es kein Wunder sein. Die Musik, die da läuft, ist die Hintergrundmusik gar nicht. Ich habe nämlich auch gerade so ein Piepen auf dem Ohr, wo ich dachte, hä? Ja, es ist gerade angehört, dass da ein Radiospieler gewesen wäre, deswegen habe ich gedacht, hm?
Ladies and Gentlemen. Es hört sich A wie bei Pokémon die Musik in Lavandia. Hallo, Mungo. BMW-V. Jetzt machen hier die Leute närrisch. Närrisch. Hallo, du machst mich gerne die Musik mal hören. Du musst die richtige Fernbedienung nehmen. Zellungen. Ah ja, ist egal. Was, wieso, was machst du? Einstellung? Ich muss gucken, ob ich da die Musik lauter machen kann, aber nee. Nee, die ist, glaube ich, allgemein so ein bisschen leise. Ich muss eine ganz dezente Musik für mich haben. Ja, ja. Bei mir. Mensch, Tommy, Gadget Farm. Oh Mensch, wirklich. Das ist doch Absicht gewesen. Mensch, Tommy, Gadget Farm. Mensch, Kevin. Ja, den haben wir übrigens heute gar nicht dabei. Da geht aber zu kurz. Weiß ich gar nicht, ob die jetzt zu kurz geht, weil ich stand hier nichts dran mit wie vielen Spielern. Ja, das ist ja bloß so eine Wegkommission, ich habe keine Bunkermission, eine richtige. Ja, ja, die Bunkermission müssen wir nachher irgendwie anders starten. Die gehen über den LKW. Die gehen über den LKW, dann müssen wir das nachher mal machen. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal, jetzt drücken wir mal so ein bisschen den Vorrat von meinem Bunker. Und dann würde ich sagen, machen wir mal die Dinge zum Glück. Oder? Ja. Ja. Gut, du brauchst bloß eine Füllung machen, den Rest macht der Bunker von alleine. Echt? Es bringt nichts, wenn du jetzt 10 mal holst. Achso, das macht sich dann von, das tut sich dann von alleine. Du hast ja drei Leisten bei dem Ding. Ja, genau. Vorräte, Forschung und Produktion. Ja, richtig. Und du kannst die Leute einteilen auf Forschung, Produktion oder beides. Forschung ist halt Zeug für den LKW entwickeln oder allgemein Zeug entwickeln. Produktion ist Geld in die Kasse spielen und die Vorräte sind die Vorräte. Okay, das ist Vorräte. Das heißt, ich würde es halt beschleunigen, wenn ich. Werden die Vorräte für das Geld verbraucht. Die können noch Sachen herstellen und die können sich auch verwenden. Also wäre es sinnvoller, wenn ich alles auf Produktion stelle oder auf alles? Es kommt davon, was du machen willst. Ja, ich würde schon gerne komplett alles ausbauen irgendwie. Ja, wenn ausbauen. Fahrzeuge und Flasche und Pipapo, dann muss beides machen. Ja, Forschung. Forschung. So, ja, gut, dann müssen wir. Ist halt Geld. Müssen wir zumindest zweimal hinfahren, damit ich einmal Produktion und einmal Forschung machen kann. Nee. Ach, eine Weile. Dauert. Die Vorräte gelten für beides. Achso. Also die bedienen sich beide an den Vorräten, die du bringst. Entweder das eine oder beides. Ja, dann mache ich da beides. Sind bloß die zwei, oder? Ja. Ja, ja. Du kannst auch Upgrades machen, das zahlst du mit deinem normalen Geld. Wie gesagt, ja. Ich könnte halt jetzt einfach neue Missionen starten, dann wird es halt schneller gehen, aber es wird von alleine, funktioniert aus, dauert halt bloß länger. Nö, es bringt dir nichts, weil die Vorräte halt dann wieder voll sind, aber beschleunigt. Gut, die arbeiten halt auch irgendwann die Vorräte weg. Ja, aber das dauert. Ja, und dann kannst du aber wieder neue holen. Was bringt nichts, wenn sie voll sind und du noch welche holst? Voller können sie nicht wäre. Ja, gut, klar. Ja, gut, das ist wie mit diesen Geldfälscher-Ausweisen, mit diesen Ausweisdingen. Da muss ich auch also Vorräte erstmal anschaffen. Die verbrauchen das Material Stück für Stück und rufen dich dann an, wenn nichts mehr da ist. Genau. Das heißt, wir können jetzt die Mission hier kurz machen. Dann würde ich sagen, fahren wir die mobile Kommandozentrale raus und dann machen wir das. Genau. Ding jetzt kurz. Solange wir noch alleine auf dem Server sind. Was du machen kannst, ist, wenn du genug Geld hast, den Bunker noch upgraden an der Top. Neue Leute einstellen, well Sicherheit. Ja, vorerst mal noch nicht. Ich möchte noch ein bisschen sparen. Muss noch ein bisschen sparen. Und kostet da halt dementsprechend. So, das billigste sind, glaube ich, 300.000 oder so. Zerstören sie die Waffenlieferung, um Geld zu bekommen? Haben wir keine da? Wo seid ihr? Draußen. Hier. Kommen wir rein? Achso, dann muss ich erst einsteigen und euch einladen. Bleib du drin, Levin. Kann einfach so neu spazieren. Könnt ihr alle rein? Jo, wahrscheinlich wollen wir zu dir gehören. Eintreten mit nahe Freunde und Crew, ja. Ich lade trotzdem mal mit ein. Wir sind doch eh schon da. Ja, okay, sorry. Stimmt, weil der Bunker ja sichtbar ist, ja. Dies ist der Produktionsbereich. Hier werden Waffen und Munition von deinen... Ja, genau.
mach halt schneller als ich lesen kann. Lese ich halt nicht. Willst du nachher halt Pause? Kann man Pause drücken, richtig. Weichei. Wie man dann halt nicht. Rumheizen. Ups. Hui. Bin ich schnell. So, jetzt habe ich Vorräte. Voll. Das bedeutet, Ware und Forschung funktioniert von alleine. Ja, du musst halt nur die Leute einteilen. Ja, die mache ich am Laptop auch, oder? Genau. Gut, dann muss ich nochmal kurz zum Labby. Vorräte werden gerade abgearbeitet, sind nämlich schon ein bisschen weniger gerade. Schwing deinen Arsch da weg, ich hab Durst. Streitend. Der Automat hat genug für alle. Hallo? Die Suppe Nudels fährt mich über den Haufen. Ja, mich auch. Daniel, Boxauto. Hey! Laptop benutzen. Was ist denn da schon wieder los hier? Okay, setup's complete. You can get started. You'll be resupplying the lab so they can research new weapon technologies or manufacture arms for you to sell. Full disclosure, this is kind of a gray area legally and a red flag to bad actors, so expect attention. Make sure you can handle it and utilize security upgrades as they prove necessary. Your goal, as well as ours, is making this a profitable business. Ich habe jetzt beide Bereiche gerade gemacht. Take a look at the staff management page to assign your technicians to research or manufacture. If you use your supplies for research, you'll gain access to unique modifications for your vehicles and weapons. Current research progress can be tracked on the research page along with the records of all the schematics you've developed. Ah, und Camouflage-Muster kann man freischalten. Zusätzliche Sachen für einen Waffenmenschen, also hier, wenn ich beim Waffenladen einkaufen gehe. Ja, das musst du dann in deinem Truck. Okay. In deinem, was hast du in deinem Truck drin? Nichts. Da musst du, solltest du dann die Waffen und Fahrzeug, Dingsbums machen, nicht bloß Parkplatz. Naja. Ich beides dann machen, wenn nur da kannst du deine Autos nachher auftunen. Beziehungsweise mit Camouflage-Muster und Waffen-Upgrades und so, und du kannst halt die Handfeuerwaffen da auch noch verbessern. Also ich könnte jetzt Vorräte kaufen für 15.000 oder Vorräte stehlen. Das ist natürlich sinnvoller, wenn man es stiehlt, anstatt wenn man das Geld ausgibt. Vor allem brauchst du gerade mal... brauchst du nicht, weil deine Vorräte sind... Ja, genau. Die sind noch voll, genau. Gut, dann können wir das ja jetzt arbeiten lassen. Das würde ich sagen. Ja, stimmt, Leute, hast du eingeteilt. Ja, ich habe jetzt die Dinge eingeteilt. Das heißt, wir können uns jetzt Richtung meinem Truck machen. Abruf, ja. Nicht mal die Farbe hast geändert. Ach nee, da kann ich. Nein, hallo, das kostet alles extra. So ist ein Schießstand. Sackgas, ja. Kostet alles extra. Ich habe den Bunker so billig wie möglich gehalten. Nicht einmal die Wand ist gestrichen. Brauche ich ja nicht. Ich lass gern Naturstein. Bienenschweiß. Seid ihr eigentlich schon alle da? Ich bin schon längst im LKW, ich warte nur auf euch. Ach, ihr könnt in den LKW auch so rein? Ja, klar. Ja, jetzt bin ich alleine. Toll. Achso, ihr habt Zugriff auf meinen Bunker und gleich aufs ganze System hier. Ja, klar, ich mach mich schon mal breit. Kater, du hast kein Geld mehr. Wieso? Hey, ich hab alles für dich ausgegeben. Ah, besser gesagt für mich. Was? Ja.